Die ersten Weltraumtouristen sind am Samstag Ortszeit sicher im Atlantik vor der Küste Floridas gelandet. Das war ein toller Ritt für uns, funkte einer der Passagiere, der milliardenschwere Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleisters Shift for Payments, Jared Isaacman, kurz nach der Landung aus der Crew Dragon-Kapsel. Die vier Weltraumtouristen beendeten damit einen dreitägigen Flug an Bord einer SpaceX-Rakete des von Elon Musk geführten Raumfahrtunternehmens. Es war der erste Flug mit einer rein zivilen Besatzung, der jemals in die Erdumlaufbahn gebracht wurde. SpaceX teilte in einem Live-Webcast auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens mit, die Wiedereintrittslandung sei vollautomatisch gelaufen. Die Weltraumkapsel sei bei ihrem Sturz durch die Erdatmosphäre Temperaturen von fast 2000 Grad an der Außenseite ausgesetzt gewesen. Die Fluganzüge der Weltraumtouristen seien so konzipiert, dass sie kühl blieben, wenn die Kabine sich aufheizt. Die Touristen sollten nach ihrem Ausstieg mit einem Hubschrauber zu medizinischen Untersuchungen nach Cape Canaveral geflogen werden. Der E-Commerce-Milliardär Isaacman hatte eine bisher ungenannte Summe an Tesla-Gründer Musk gezahlt, um sich und seine drei Mitstreiter für 3 Tage in die Erdumlaufbahn zu schicken. Das Time Magazine bezifferte den Ticketpreis für alle 4 Plätze auf 200 Millionen US-Dollar.